Ja, hallo Leute, hier wieder euer Doso und mit Let's Play angezockt Skyrim oder mehr und wir sind hier im Hügelclub und müssen da jetzt wahrscheinlich wieder da rein. Jawohl, und schon geht's los. Und es ist alles teufelsgefährlich, wir sind hier. Aha. Habt ihr das Rumoren gehört? Was ist denn da jetzt? Ah, Schmarrn, ich laufe einfach drauf los und dann schauen wir, was passiert. Wir können nicht stehen. Aktivieren, ja, genau so ist es. Öffnet das Fertigkeitsmenü, um eine Stufe aufzusteigen. Ja, hurra. Und jetzt? Was mache ich denn da jetzt? Aha. Aha. So, das ist wieder ein Rätsel. Hurra. Und ich stelle mich da ein auf einen mordsmäßigen Kampf. Was ist denn da jetzt? Gibt es da irgendwelche Zeichen oder was? Da ist nichts. Am Boden oder auf der Decke? Oder war das schon im vorigen, ne? Ja Leute, ich mache mich da glaube ich einmal kurz schlau und dann sehen wir uns wieder. Feendal ist auch schon müde, genauso wie ich. Hallo Alter, du kannst mir da schon ein wenig helfen, ne? Okay, bis gleich. Ja Leute, und ich denke, ich habe es gefunden. Wir schauen uns da die Klaue im Inventar an und ja, da ist der Bär und dann da, ja, was weiß ich, ein Falter und dann die Eule, also Bär, Falter, Eule und da schauen wir dann gleich einmal nach, ob das auch hinhaut. Gut so, komm her. Da. Bär, wir machen da mal Bär, Falter, Eule und da kommt der Falter hin. Ja komm, komm. Und da soll der Bär tanzen und steppen und ja, das weiß ich auch noch. Ja, okay, und jetzt aktivieren wir das Ding und ich gehe da einmal gleich in Deckung. Okidoki. Naja. Sind da irgendwelche Bomben an der Decke? Leute, ihr müsst auch da ein wenig aufpassen. Sind wir da jetzt draußen? Oder kommt das dicke Ende erst? Oh oh. Feendal, du darfst mich jetzt nicht im Stich lassen, Leute. Alter Freund. Da, Sarkophag, ist niemand drin? Ist niemand zu Hause? Ah, ich denke, da ist schon wer zu Hause. Ja, ja. Lass mal einer an. Ja. Wir machen da einfach einen Rundumblick. Ja, okay. Damit es sich auch auszahlt. So, ich weiß ja nicht, ob das jetzt frei ist da. Aber ich schleiche trotzdem mal weiter, weil... Oho, was ist denn da jetzt?
Wort der Macht gelernt, Kraft, unerbittliche Macht. Abgeschlossen, finde das Geheimnis des Ölsturzhügelgrabs. Bringe die Klaue zu Lukan. Okidoki, Leute. Ein Wort gelernt und das war's dann auch schon. Okay, was ist denn jetzt los? Aha. Ah. Komm, ich halt einfach drauf und das war's dann auch schon. Du Kasperl, leg dich mit Doso an. Ah. Ich nehme da mal wieder alles mit. Das klingt gut, das klingt gut. Und jetzt werden wir gleich dir was zurückgeben. Ja, Bekleidung, so ein Schmarrn. Oder? Ne? Okay. Ja, ich denke, das war's dann auch schon. Was haben wir da jetzt für einen Schrei gelernt, Leute? Das möchte ich jetzt wissen, ja. Kräfte. Kampfschrei. Den habe ich jetzt angewendet. Der hat überhaupt nicht gewirkt. Und Schrei, ja. Unerbittliche Macht. Diese Stimme ist ungezügelte Energie und stößt alles und jeden zur Seite, der sich dir in den Weg stellt. Aufladen. 15. Wir werden den ausrüsten einfach, ja. Und dann schauen wir gleich einmal nach, ja. Unerbittliche Macht. Okay. Gut so. Ach Gott. Ah. Wir haben schon wieder zu viel, Leute. Das gibt es doch nicht. Okay, ich mache hier einen kurzen Schnitt. Wir machen hier alles klar. So, wir haben da hier alles gecheckt. Der Junge ist auch mausetot. Und ja, was hat denn der noch da drin? Sorry, Leute. Ah, das brauchen wir nicht. Wir sind ja schon überlastet. Und eigentlich wollte ich ja was ganz anderes. Nämlich schauen, wie wir hier rauskommen. Nämlich so. Und ja. Nehme ich darauf, das passt dann auch schon. Ich bleibe vorerst nochmal gewappnet. Aber wir könnten hier noch einmal kurz schauen, wie es da oben aussieht. Weil hier kommen wir sicher nicht noch einmal her. Und da oben ist ein Lichtspalt. Ja, genau. Kommt das cool. Okay. Gut. Wir laufen da wieder zu. Und hoffen, dass uns da nichts mehr über den Weg läuft. Hoffe, wir kommen da mal raus. Ha? Ja, super wieder verfranst. Wie gibt's denn das? Noch einmal. Hm? Aha. Doch, und das heißt jetzt, ja? Was heißt das jetzt für uns? Hm? Kampfschrei und geht schon los. Kräfte können nur einmal am Tag eingesetzt werden. Und was heißt das jetzt für uns? Hurra, sollen wir jetzt dann noch einmal warten den ganzen Tag oder wie? Oder retour laufen? Okay. Ich überlege mir was, Leute.
Ja, ich habe jetzt probiert, hier mal mit unserem Hammer drauf zu hauen und ihr merkt, das ist nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. So blöd wie der Toso ist. Wir gehen zurück und ja, beim Umdrehen habe ich da gemerkt, da gibt es ja auch einen Griff dafür und den werden wir gleich einmal ziehen und schon geht das Ding auf. Ich habe mich eigentlich eingestellt, hier 24 Stunden mal zu warten und unseren Schrei auszuprobieren. Aber nö, nix da. Ja, hoffentlich ist das jetzt einmal das Ende hier. Nö, da ist er noch mehr. Aber ich schaue mal, vielleicht können wir von hier, ne? Irgendwas. Weil wenn wir da runterspringen, ist es vorbei mit der Hetz. Ja. Aber egal, Feindal ist ja bei uns. Und wir nehmen ja auch nur mehr das mit. Verflixt. Ich werde da gleich was reinstecken, ja. Und nehme ich diese blöde Axt. Ja, okay. Ah, das wollte ich nix. Ablegen. Okay. Und gleich noch einmal. Was ist denn da? Blaue, rote. Aha. Und bist du wichtig? Ja, bist nicht wichtig. Gut, da gibt es auch noch was. Ah, das ist nur ein Totenkranz. Was ist denn da jetzt? Komm, lass uns das mal anschauen. Da vorne ist der Ausgang, sehe ich gerade. Und da kommen wir her. Und ja, das war's dann auch schon. Die Truhe haben wir auch. Okay. Laufen wir zu jetzt. Ziel, Himmelsrand. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Ich denke, wir speichern. Wehe dem sorglosen Entdecker, der sich in die Tiefen der alten Nordgrabmäler wagt und die dort hausenden Trauger stört. Okay, das haben wir jetzt erlebt. Und jetzt werden wir wahrscheinlich von ja, der Klippe stürzen. Ne, schmarrn, werden wir nicht. Okay. Leute, das war das Geheimnis des Hüllgrabs und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt da was mitgenommen für euer Spiel und ich verabschiede mich jetzt da. Da werde ich, glaube ich, da auch noch was plündern. Und ja, wo ist denn mein Elf hin? Egal. Also, der verabschiedet sich nicht, erst später und wir sehen uns dann wieder, wenn wir diese Klaue übergeben. Okidoki, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euer Tosok. Ciao.